Kommen wir zur Gitarrenstimme. Eine Gitarrenstimme ausnotiert ist meistens für die Gitarristen und Gitarristinnen schwer lesbar. Bewährt hat sich da die sogenannte Slash-Notation. Auch die steht ganz normal im Violinschlüssel, hat eine Taktangabe und, ganz wichtig, hat eine Angabe von einem gewissen Akkord, zum Beispiel in diesem Fall G-Dur, der zu spielen ist. Jetzt muss man sich überlegen, welchen Rhythmus soll denn die Gitarre spielen? Mir schwebt ein Rhythmus vor für ba 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 ba. Dazu brauche ich einmal eine Viertel, dann zwei Achtel und wiederum nur Achtel. Ba 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 ba. Und zusammen mit der Akkordbezeichnung G-Dur ist für den Gitarristen eigentlich jetzt alles klar. Und dieser Rhythmus kann beibehalten werden hier und nur mit einem neuen Akkord versehen werden. Wollen wir, dass der Gitarrist vielleicht keine vollgriffigen Akkorde spielt, sondern eher Arpeggien spielt, können auch das mit so einer Kreuzchennotation deutlich gemacht werden. Hier kommt es nicht so unbedingt darauf an, dass er genau diese Töne spielt, das wären ja auch keine Töne in G-Dur, sondern dass er dieses Schlagmuster versucht, auf dem Akkord G-Dur umzusetzen. Manchmal ist es tatsächlich auch nötig, dass wir Noten aufschreiben für die Gitarristinnen, den Gitarristen, zum Beispiel, wenn eine Single-Notlinie gespielt werden soll, häufig im Funk benutzt. Ja, also, uns vorstellen, wir haben einen G7-Akkord und es soll die ganze Zeit relativ schnell mit abgestoppten und losgelassenen Tönen gespielt werden, wäre sowas denkbar.